Dr. Takt, Video, Kolumne Nummer 6. März 2020. Aida von Giuseppe Verdi. Das große Finale des zweiten Aktes, dort, wo auch der Triumphmarsch erklingt. Wir befinden uns 4 Takte vor dem Einsatz der Aida-Trompeten bei Buchstabe C. Dort wird man bei Benedikt von Peters Inszenierung in der Deutschen Oper leider keine Elefanten auf der Bühne sehen. Aber dafür kann man sich umso mehr auf die Musik konzentrieren. Ich spiele Ihnen diese 4 Takte einmal vor. Vermutlich eine der bekannten Melodien aus Aida. Hier singt das Volk zusammen mit den Priestern. Es überlagern sich verschiedene Texte in diesem großen Chortableau. Orchester, Tutti, große Volksmassen auf der Bühne. Es ist irgendwie typisch Verdi. Es ist auch gleichzeitig eine gut gebaute Melodie. Das Ganze steht in Es-Dur. Es beginnt auf der Terz, der Grundtonart, auf G. Bewegt sich dann zunächst einmal in Schritten aufwärts. Zu diesem Höhepunktton, der wird über einen Sprung erreicht, den man den klassischen Tonsatzregeln folgend, da ist Verdi ganz in der Tradition befangen, mit einem Schritt nach unten wieder ausgleicht. Und dann wird das abkadenzierend aufgelöst auf diese Art. Und hier ist interessant, dass Verdi in diesen 4 Takten diese Idee, Sprung aufwärts, Ausgleich durch Schritt abwärts, umgekehrt auf die komplette Melodie überträgt. Es geht hier in Schritten aufwärts und dann eben nicht geradlinig in Schritten wieder abwärts, sondern es wird durch die Akkordfolge der Schlusskadenz hindurchgesprungen. Ich mache einmal vor, was ihr nämlich auch hätte machen können. Ziemlich langweilig, oder? Aber er macht eben Folgendes und macht eine Besonderheit. Hier oben auf dem Höhepunkt sind wir in einer Vorhaltsbildung über der Subdominante der Grundtonart. Das wäre As-Dur. Wenn Verdi den Chromatismen, die er in der Aida und nur in dieser Form in der Aida einsetzt, dort nicht die Terz tief alteriert hätte zu Cess. Nun springt er hier runter, um dann in diesen Dominant-Quart-Sechst-Akkord wieder hochzuspringen. Und jetzt geht es eben wieder auf das G runter und dann geht es auf die Dominante. Und löst sich so auf. Warum? Halt typisch Verdis Aida. Wenn Sie Fragen haben, takt@deutscheoperberlin.de.